Hey und ja, willkommen zurück beim Was ist los Podcast. Schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Sören und ich treffe mich hier in Staffel 1 Ist jetzt nicht einfach nur hier eine weitere Folge mit dem neuen Gast. Also heute ist doch ein spezifisches Thema. Vielleicht lässt du einfach mal das Intro gedöns und steigst direkt mit dem Thema ein. Also, wenn du den gestrigen Teil mit Laura-Sophie Usinger noch nicht gehört hast, dann hör gerne erstmal vielleicht da rein. Und wenn es dir aber wirklich erstmal um das Thema zyklusbasiertes Training geht, dann bleib gerne direkt dran hier. Ja, und ich will diesmal auch gar nicht lang um den heißen Brei reden und lieber Laura zu Wort kommen lassen. Ich wollte einfach mal verstehen, warum der weibliche Zyklus im Leistungssport, aber auch generell in den Sportmedien nicht die Beachtung bekommt, wie es sein müsste und was es letztlich mit Menstruationszyklus gesteuertem Training auf sich hat. Und wir steigen an dieser Stelle jetzt wieder ins Gespräch mit Laura ein. Also viel Spaß dabei. Worüber ich auch sehr gerne mit dir sprechen wollen würde, was wirklich für mich, muss ich auch leider zugeben, auch ein sehr, sehr neues Thema ist, menstruationszyklusbasiertes Training. Ja. Und ich hoffe, dass jetzt, also ich habe mal geguckt in meinen Podcast-Statistiken, da haben wir das gute alte Pareto-Prinzip 80-20, dass wir hier circa 80% männliche Zuhörer haben und circa 20% Frauen, die hier zuhören, was gar nicht mal so schlecht ist, wenn man so andere Podcast-Statistiken hört, was so in diesem Sportbereich ist. Mhm. Ich hoffe, dass jetzt trotzdem auch alle Männer hier trotzdem dranbleiben, weil es, glaube ich, sehr spannend auch einfach ist. Und um mal ganz kurz so einen Abriss zu geben, ist auch ein bisschen gefährlich, weil ich da, wie gesagt, auch immer jetzt leider Halbwissen habe, aber worum es halt geht, ist ja, dass jeder Frau hat ja einen Zyklus, einen Menstruationszyklus und dass das eben in der Wissenschaft, so wie ich jetzt sozusagen mitbekommen habe, gar nicht berücksichtigt wird bis dahin, nicht? Also, dass sozusagen alle oder die meisten oder fast alle Studienergebnisse ja irgendwie auf Ergebnissen von Probanden, also männlichen Körpern sozusagen, nicht beruhen, kann man ja sagen, was ja schon mal ein Problem an für sich ist. Und das Zweite ist eben, was es auch so das zweischneidige Schwert ist, dass eben auch die Frauen auch wirklich sich nicht trauen, darüber zu reden, dass es ein Tabuthema ist. Sowas, ich sag mal, Menschliches oder ganz Normales hat eigentlich so, nicht, würde man denken. Und man guckt jetzt irgendwie, dass man ganz, ganz kleine Details optimiert, so nicht, weiß ich nicht, irgendwie Race-Anzüge und Behaarung an den Armen oder an den Beinen oder so, aber sowas Essentielles gar nicht stattfindet. Und muss ich auch leider zugeben, dass ich das auch für mich noch gar nicht so entdeckt hatte. Ich weiß nicht, kann man das erstmal so ungefähr stehen lassen, wenn man halt über ja, den Zyklus der Frau redet und dieses zyklusbasierte Training, wo du mit dich auch vor allem beschäftigst? Ja, kann man so stehen lassen. Also ich würde sagen, diesen Sex-Data-Gap, den du angesprochen hast, also die Lücke in der Wissenschaft von Studien, die hauptsächlich an Männern ausgeführt wird, die ist riesig. Also ich glaube, es ist, ich weiß nicht, 6 oder 7% von Studien, die nur alleine an Frauen durchgeführt werden oder wurden. Das ist auf jeden Fall riesig und deswegen, wenn man sehr kritisch ist, kann man natürlich fragen, gilt das, was wir gerade bei den Frauen in der Trainingspraxis anwenden, gilt das überhaupt oder wenden wir einfach nur das, was für Männer erforscht wurde, an? Genau, also das ist die erste Frage und der Kritikpunkt und der Grund, warum es jetzt zum Glück immer häufiger ist, dass diese Themen auch in der Wissenschaft behandelt werden. Also wenn man da bei PubMed mal guckt, wie sich die Balken quasi erhöhen, also quasi wie viel mehr Studien es mittlerweile gibt, das ist wirklich schön. Ja, ich hoffe, dass es weiter so geht. Aber es ist natürlich, also es ist im Moment noch eine Lücke. Dann dein allerersten Satz, den du gesagt hast, so jede Frau hat einen Zyklus, das ist leider nicht normal und nicht selbstverständlich. Ja, okay, da muss man natürlich einschränken, das stimmt, ja. Aber ich schon mal weiter. Genau, ja, also was ich total krass fand in der so Vorabrecherche, das ist eben diese Aussage, dass eben die Studien wirklich auf, oder dass irgendwie Frauenkörper als so kleinere männliche Körper sozusagen gesehen werden. Also das ist ja per se schon mal krass so einfach, nicht? Also ich meine, klar, da geht es so um diese Standardisierung und das ist auch, da habe ich so ein bisschen auch reingelesen, kannst du dir auch nochmal gerne kurz ausführen, dass es halt sehr komplex ist, eben auch das mit Frauen durchführen zu können, wenn es darum geht, dieses zyklusbasierte Training halt auch zu erforschen. Aber es ist eigentlich schon krass, oder? Also, dass das eben so hingenommen wird oder dass es einfach so ist. Ja, total. Also, ich meine, grundsätzlich funktioniert der Körper ja schon ähnlich von Männern und Frauen. Das ist ja, also, wir sind ja nicht komplett andere Wesen, aber die Auswirkungen von Hormonen auf gewisse Stoffwechselprozesse, also man weiß eigentlich noch gar nicht, wie groß der Unterschied wirklich ist. Also klar funktioniert unser Herz, wie ein Herz funktioniert und die Lunge, wie eine Lunge funktioniert. Aber sozusagen, welche
welche Faktoren oder welche Effekte einzelne Hormone auf diese Stoffwechsel haben können, also auf Kohlenhydrat, auf Fettstoffwechsel, auf Gewebe, auf Knochenstrukturen, auf Herz, auf Herzstrukturen. Das ist alles noch gar nicht bekannt und wird erst langsam erforscht. Also das war auch so das Deprimierendste eigentlich in der Literaturrecherche zu meiner Masterthesis, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass man bei so vielem einfach noch überhaupt nicht Bescheid wusste und man so ein bisschen im Dunkeln auch tappt mit seinen Hypothesen und dann einfach irgendwas mal annimmt, weil es einfach noch nicht besser erwiesen ist. Genau, aber das ist auf jeden Fall krass. Also kann ich nur unterstreichen und bin sehr froh, dass es jetzt einen größeren Fokus hat und wir auch vielleicht mit dem Podcast hier mehr Aufmerksamkeit erreichen und schaffen können und vielleicht auch hier Sportwissenschaftlerinnen dabei sind oder Sportwissenschaftler, die das mega spannend finden und sich da in Zukunft vielleicht auch dem Thema annehmen. Also das ist auf jeden Fall total wichtig. Ja. Wann hast du das zum ersten Mal? Gab es so einen auslösenden Moment oder seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? War das dann mal da Studium? Das war relativ zu Beginn meines Sportwissenschaftsstudiums. Da habe ich in der Leistungssport, das ist so eine Zeitschrift, habe ich einen Artikel, so ein narratives Review gelesen über menstruationszyklusgesteuertes Training. Das war noch auf Krafttraining gemünzt, weil es da schon ein bisschen mehr Forschung gibt als in der Ausdauersparte und im Ausdauerbereich. Und fand es extrem spannend und habe das dann auch mit meiner allerersten Profiathletin, die ich betreut habe, ausprobiert und gemacht. Und wir haben da wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und so richtig reingefuchst in das Thema habe ich mich, als ich mit Lea Sophie Keim zusammengearbeitet habe. Die ist auch auf Instagram relativ aktiv zu dem Thema mittlerweile, weil sie da eben auch große Schwierigkeiten hatte mit einer Regelmäßigkeit im Zyklus. Und da haben wir uns wirklich zusammen extrem in das Thema reingefuchst und viel gelesen. Und auch dadurch, dass sie den medizinischen Hintergrund hat, weil sie selbst Ärztin ist, konnten wir uns da wirklich gut die Bälle hin und her schmeißen und uns da total gut miteinander bereichern. Und da, glaube ich, ist dann auch meine Leidenschaft zu dem Thema so entflammt, weil ich dachte, das ist so unendlich wichtig und spannend. Und auch das, wenn wir reden oft oder auch in den Medien, also in den Sportmedien von einem Menstruationszyklus gesteuerten Training, wobei ich finde, dass das irgendwie die Kirsche auf der Sahnetorte ist. Also das ist wirklich das Nonplusultra. Dafür müssen erstmal super viele andere Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich ich muss überhaupt einen regelmäßigen Zyklus haben und er muss eine adäquate Länge haben. Und um das sich dessen bedienen zu können, sollte ich auch oder darf ich keine hormonelle Verhütung haben und muss irgendwie ein adäquates Verhältnis auch zu meinem Trainer oder meiner Trainerin haben, um darüber reden zu können. Also das sind sehr, sehr viele Bedingungen, die finde ich gar nicht erstmal das vorrangige Ziel sind, sondern das Ziel sollte sein, dieses Thema zu enttabuisieren. Und das kann man eben mit der Forschung machen, das kann man mit Medien machen, die da immer mehr den Finger drauf legen, und sollte vor allem versuchen, und das finde ich steht fast noch an erster Stelle, sowas wie eine Triade oder ein Energiedefizit zu vermeiden, um überhaupt in diese Situation zu kommen, dass man eben nach einem Menstruationszyklus vielleicht trainieren kann oder sich von diesen positiven Effekten, diese positiven Effekte sich zunutze zu machen und vielleicht diese negativen Effekte adäquat auszubessern mit Strategien, die man sich dann dafür entwickelt. Ja, also ganz viel jetzt, war super spannend. Um ganz kurz einmal auf den Artikel einzugehen, also kann ich sehr empfehlen, Podium, da waren ja zwei Artikel drin in dem Magazin, also waren wirklich sehr, habe ich auch gelesen, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall, wer da mal reinschauen will, kann man sich die Magazine auch online noch bestellen. Und ich hatte gelesen, es gab ja wohl 2015, gab es ja mal eine Tennisspielerin, die da auch mehr oder weniger so zum ersten Mal, möchte ich meinen, das öffentlich kommuniziert hat, nicht? Das sozusagen jetzt aufgrund von, ja, oder begründet hat mit der Periode, dass eben, sie hat sich einfach nicht gut gefühlt und hat sozusagen die Niederlage halt damit begründet und das, glaube ich, so mehr oder weniger die erste war, die erste Sportlerin, die das öffentlich gemacht hat, so, nicht? Glaube ich. Ja, da weiß ich gar nicht, wer so die erste war. Aber genau, es ist auf jeden Fall immer noch selten, dass man darüber spricht. Ich glaube, mittlerweile ein bisschen mehr und auch in der Ausdauerszene habe ich das Gefühl, sickert das immer mehr durch und gibt ja wirklich tolle Vorbilder, die das über Instagram und YouTube wirklich gut darstellen und irgendwie greifbar machen. Und die braucht es auf jeden Fall auch neben den ganzen Sportwissenschaftlern und Ärzten, die vielleicht das theoretische Wissen jetzt mittlerweile sich erarbeiten. Aber es muss halt auch irgendwie in die breite Masse kommen und da sind Sportlerinnen, die darüber reden, wirklich die beste Art und Weise. Ja, also ich fand das ja, kann man ja sagen, also die Laura Philipp ist da ja auch Vorreiterin,
Ich habe mir auch alle ihre Teile angeguckt, fand ich super cool und auch einfach mega verständlich halt, wie sie das da aufdröseln. Man merkt richtig, dass es halt wirklich auch ein inneres Anliegen ist. Und gleichzeitig fand ich auch spannend zu sehen, wenn man so mal guckt bei den wenigen YouTube-Videos, die es da gibt, jetzt mal abseits von Laura Philipp, dass extrem viele Kommentare unter den Videos sind. Auch bis zu 1000 Stück oder zum Beispiel ein Quarks-Video oder so. Und man merkt, dass da die Frauen schon teilweise sehr gut auch Bescheid wissen, aber einfach, also aber nicht, das wird nicht thematisiert so. Also das ist ja so jetzt so, als Mann, nicht, kann man jetzt auch sagen, ja, aber ist da jetzt, also was, warum ist das ein Tabuthema? So, vielleicht kannst du uns da einfach so mal kurz abholen, was da so mit reinspielt. Also da spielt natürlich ganz, ganz viel mit rein, aber um da so mal ein bisschen das aufzudröseln. Boah. Da müsstest du jetzt wahrscheinlich einen Psychologen oder so fragen, warum das ein Tabuthema ist oder was überhaupt sich als ein Tabuthema charakterisiert. Aber also ich glaube, natürlich ist es irgendwie diese eine gewisse Intimität, die damit einhergeht. Also erstens, dass ich einfach, dass man blutet und das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ohne dass ich es jetzt wieder zu einem Tabu mache. Also einfach, dass es ein natürlicher Vorgang ist, dass man irgendwie Blut verliert und dass das nicht eklig ist und dass es einfach total gut ist und dass das irgendwie zu einer Gesundheit dazugehört und eigentlich das beste Zeichen für eine Frau ist, ob sie gesund ist oder nicht. Ja. Aber ich glaube, also das ist so wahrscheinlich dieses Greifbarste, dass man, dass es irgendwie einen gewissen Ekel vielleicht. Ja, du hast ja erst von den Selbstzweifeln schon gesprochen, nicht? So ein bisschen, dass gerade bei den Athletinnen so diese Selbstzweifel sehr stark sind und dann, wenn das noch dazu kommt. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so kombinieren würde, aber okay, ja. Du hast, also was natürlich mit einem Zyklus auch immer einhergeht, ist, ist irgendwie dann Sexualität oder Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn es irgendwie, ich weiß nicht, ob man dann Bedenken hat, dass diese Themen dann auch sofort auf den Tisch kommen sozusagen, wenn es darum geht, irgendwie Schwangerschaft zu fördern oder zu verhindern. Ich weiß nicht, ob das da mit reinspielt, ist mit Sicherheit auch eine Komponente. Es ist ja schön, dass wir an dem Punkt sind, dass wir uns fragen, warum es eigentlich ein Tabu ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil wir irgendwie gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, warum. Ja, so lange es ist ja oft so nicht, ja. Genau. Aber die Erfahrung mache ich jetzt auch in der Kommunikation mit den Athletinnen, dass das eine extreme Sicherheit gibt, dieses Wissen um den eigenen Zyklus und auch um das Wissen über diese Hormonschwankungen. Also kriegt man nichts mehr das Kotzen, als wenn irgendein Typ sich hinstellt und fragt, ob sie jetzt gerade wieder ihre Tage hat oder warum sie so irgendwie, keine Ahnung, warum jemand so gerade ist, drauf ist, wie man ist. So. Das finde ich extrem respektlos und das ist für mich wirklich das Sexistischste, was man irgendwie überhaupt von sich geben kann. Aber genau deshalb finde ich es so wichtig, darüber Bescheid zu wissen und sich davon irgendwie nicht klein kriegen zu lassen, dass man auch ein gewisses Selbstbewusstsein hat in dem Sinne, dass man weiß, wie eben die Hormone Konzentrationen und Phasen in einem Zyklus sind und dass man sich auch bewusst wird, ja okay, es gibt eine Phase, da bin ich irgendwie ein bisschen schwächer und da bin ich vielleicht auch verletzlicher, auch emotional ein bisschen sensibler und das ist aber okay so und das ist gut so, weil wie gesagt, es ist eine Aussage über einen sehr gesunden Prozess, der gerade in meinem Körper vonstatten geht und das finde ich einfach extrem wichtig, das zu enttabuisieren und auch einfach Wissen zu schaffen, also wie du sagst, ne, also wenn diese Kommentarfunktion so extrem genutzt wird und das Thema einfach so krass bespielt wird, dann merkt man ja erstmal, was das wahrscheinlich für ein Versäumnis in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten war, dieses Wissen eben nicht zu haben. Ja, also ich glaube, also es gibt ja erstmal vielleicht zu dem Thema an sich, ich glaube, das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Da gibt es sehr, sehr viele gute, verlinke ich auch gerne alles in den Shownotes, sehr, sehr gute Artikel und auch Podcasts und Videos, worum es überhaupt geht, also um den Zyklus und das Training so ein bisschen drumherum. Aber ich habe mich halt wirklich gefragt, so, oder ich habe mich versucht, so hineinzuversetzen, so, wie du schon sagst, das kann man jetzt, wenn man da jetzt nicht Soziologe ist und so, das kann man wahrscheinlich alles gar nicht erörtern, aber das halt auch seit irgendwie Jahrzehnten oder seit wenigen Jahren noch immer mehr so, sag ich mal, die Frauen sich emanzipieren dürfen und das zugelassen wird. Und ich habe mir auch so gefragt, okay, wenn jetzt so, oder gerade so bei, das ist ja ein Leistungssport halt auch so, nicht? Gerade so, wenn wir jetzt im Profibereich sind, dass man halt auch Angst hat, vielleicht eine Schwäche oder sowas einzugestehen, dass da irgendwas ist, was irgendwie einen schwächer macht und dann irgendwie Scham, Druck und Zweifel und alles sowas dazukommt. Also ich kann es ja, es sind einfach nur meine Gedanken so frei raus, was ich mir so. Ja, das habe ich auch vorhin auch gedacht, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, diese Verletzlichkeit. Also, weil es gibt halt, also die zweite Zyklusphase ist einfach prädestiniert dafür, dass
wenn man sensibel auf diese Hormonschwankungen reagiert, das so ein bisschen die verletzlichere Phase ist. Und das ist natürlich in einem Leistungssport, wo alles darum geht, sich in seiner Leistung krass zu steigern und auch nach außen hin medial irgendwie gut aufzutreten und auch seiner Konkurrenz gegenüber vielleicht keine Schwächen zu zeigen, wirkt das vielleicht erstmal kontraintuitiv, dass man sagt, man spricht aber jetzt genau über diese Verletzlichkeit oder über einfach über Schwankungen, das, was nicht so stabil und planbar ist, wie es vielleicht bei einem Mann oder bei einem Sportler der Fall ist, wobei wir das auch noch nicht so richtig wissen. Genau. Und, von daher, genau, glaube ich, das ist durchaus ein guter Punkt, ja. Ja. Wie ist das bei deinen Athletinnen? Merkst du da, dass das also von ihnen aus ein Thema ist oder ist es eher, dass du das ansprichst? Also in meinen Anamnesegesprächen, die ich führe, ist es immer Thema. Also ich spreche das immer an und dann merkt man natürlich, ob eine Athletin darauf eingeht oder nicht. Manche sind jetzt auch in der letzten Zeit irgendwie schon zu mir gekommen, weil sie wussten, ich arbeite mit dem Thema und es war ihnen sehr wichtig und deshalb konnten wir, also war das sowieso von Anfang an klar, dass das sogar die Basis eigentlich für die Zusammenarbeit ist. Ja. Ich habe tatsächlich relativ viele Mädels, die diesen normalen, natürlichen Zyklus haben, wo ich das Training auch so anwenden kann. Das finde ich total cool. Und es gibt tatsächlich nur noch eine Handvoll, die eine Pille nehmen, was jetzt aber auch überhaupt nicht schlimm oder abzuwerten ist, sondern es einfach gibt Situationen, in denen es absolut legitim ist und wo das jetzt auch nicht erreicht werden muss, dass man da auf einen normalen Zyklus geht. Genau, aber von daher wird es auf jeden Fall immer thematisiert und dann, also es hat noch nie jemand gesagt, da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also reden tut man auf jeden Fall drüber und dann entscheidet man eben auch so ein bisschen, wie sensibel ist eine Frau da drauf. Ne? Also das ist jetzt auch in unserer Studie so ein bisschen rausgekommen. Es ist schwierig, eine Mittelwertstatistik über eine Anzahl von Probandinnen zu legen und zu sagen, okay, das gilt jetzt für alle und das gilt für alle Frauen, sondern das ist ein sehr individuelles Thema und es gibt Frauen, die fühlen sich überhaupt nicht eingeschränkt durch ihren Zyklus, weil sie diese Hormonschwankungen gar nicht als solche wahrnehmen oder sich auch nicht negativ eingeschränkt fühlen oder auch nicht positiv beeinflusst fühlen von manchen Phasen. Und es gibt Frauen, die extrem sensibel darauf reagieren und mit PMS zu kämpfen haben und wo man wirklich auch in der Trainingsplanung einfach drauf eingehen muss, weil es sonst gar nicht anders funktioniert. Und genau, ich versuche eben immer diese Offenheit zu signalisieren, dass man das einfließen lassen kann, aber letztlich der Wunsch muss dann von den Athletinnen kommen, damit auch wirklich zu arbeiten, weil das auch immer eine Kommunikation braucht. Also ich muss ja immer wissen, in welcher Zyklusphase sich die Athletin gerade befindet und das ist natürlich auch eine gewisse Kommunikationsarbeit, da immer mitzuteilen, welcher Tag gerade ist und wie sich dann die Phasen ändern. Ja, empfiehlst du dann, ich habe ja gesehen, es gibt ja auch Apps, ich glaube Garmin hat das auch schon integriert jetzt. Ja. Worüber arbeitet ihr dann, mit welcher Schnittstelle? Ganz unterschiedlich, also muss jetzt gerade mal selbst überlegen. Genau, über Garmin, es gibt die Ovi-App, es gibt tausend andere Apps, die man einfach auch immer mit Training Peaks synchronisieren kann, also manchmal weiß ich sogar gar nicht, welche Schnittstelle die Mädels benutzen, mir wird es dann einfach in Training Peaks angezeigt. Okay. Aber alles da gibt es wirklich viele Apps, die wo man das tracken kann und wo man auch nicht nur trackt, welcher Tag jetzt gerade ist, sondern wo man auch so Symptome wie Basaltemperatur und dann darüber eben den Eisprung feststellen kann. Also da gibt es wirklich viele und gute Apps in der Zwischenzeit, die man auch verwenden kann. Ja, also jetzt ist ja so, also wir reden da jetzt unter uns jetzt sozusagen hier relativ also offen darüber. Aber wenn ich so festgestellt habe, auch jetzt so in der Recherche, wenn man so Dokus sieht oder so Kurzreportagen, dass halt oft auch Frauen wirklich sagen, nee, das ist nicht ein Thema, was ich gern mit meinem Coach besprechen möchte. Und da geht es ja oft auch einfach darum, dass das einfach auch dann männliche Personen sind. Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der einfach mit reinspielt, das ist kein Thema gewesen, so wahrscheinlich irgendwie auch nicht. Auch gerade so ältere Sportlerinnen, vielleicht auch so noch vor 2000 so, die jetzt auch da interviewt wurden, sagen halt auch so, nee, darüber hat man nicht geredet, auch unter den Athleten nicht halt so, weißt du. Ist halt auch ganz anders zu heute jetzt halt nicht. Total. Wobei ich eigentlich gerade finde, dass sich die Männer auch echt gut schlagen in dem Thema. Also ich kenne viele Trainerkollegen, also eigentlich hauptsächlich Kollegen, die sich auch schon sehr intensiv mit dem Thema befassen und die da wirklich total tolle Vorbilder sind und auch mit ihren Mädels immer darüber sprechen. Das finde ich extrem cool. Also von daher glaube ich gar nicht, dass das so ein geschlechterspezifisches Thema ist, jetzt auch von der Coachin oder vom Coach, sondern dass das wirklich auch von beiden Seiten angegangen werden kann. Und da habe ich auf jeden Fall auch großen Respekt für, dass männliche Kollegen, die das vielleicht nicht aus ihrer eigenen Erfahrung kennen,
da irgendwie dann noch ein bisschen abstrakter wahrscheinlich mit dem Thema beschäftigen müssen. Das finde ich auf jeden Fall total cool und ja, weiter so. Ja, es ist auch total cool, ja. Also, aber, und sind ja, also begegnet ihr auch irgendwie so Skepsis von den Frauen selbst so, dass sie sagen, nee, also, was ist ja, du musst ja auch, glaube ich, erstmal, also ist ja nicht jeder gleich, oder korrigiere mich gerne, aber ist ja vielleicht nicht jeder gleich dafür empfänglich, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt aber gut für deinen Körper, weil die Athletin sieht ja eigentlich erstmal, okay, Stress, ich muss mich komplett umstellen, ich muss vielleicht, sag ich mal, jetzt auf die Pille verzichten, es wird alles schwieriger, es wird komplizierter, auf den ersten Blick so. Dass dir dann auch Skepsis so begegnet, ist es auch der Fall? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist für manche Frauen auch schwierig, sozusagen sich einzugestehen, wenn man irgendwie 30 oder 40 ist und sich mit dem Thema vielleicht vorher noch gar nicht richtig beschäftigt hat und das jetzt sozusagen der Punkt ist, wo man das erste Mal in seinem Leben tut, ist natürlich auch irgendwie keine cooles Eingeständnis, glaube ich. Also ob das jetzt immer an den Frauen liegt, glaube ich nicht, ne? Also es wird oder ist mit Sicherheit das gesellschaftliche Problem dahinter. Aber von daher glaube ich, dass es durchaus eine Skepsis oder dass es einfach, ja, wie gesagt, es nicht cool ist, sich jetzt vielleicht erst einzugestehen, fuck, was habe ich denn die letzten 20 Jahre gemacht oder warum war mir das nie so bewusst? Und ich glaube, das ist was, wo durchaus dann irgendwie eine gewisse Skepsis entsteht, was ich auch total gut nachvollziehen kann. Und umso cooler finde ich das, dass ich dann genau mit denen, die ich jetzt gerade so im Kopf hatte, mittlerweile mega gut darüber reden kann und die auch dann nachgesagt haben, sie sind so froh und so dankbar, dass sie das jetzt irgendwie Teil ihres Bewusstseins ist. Ja. Also genau, also das glaube ich trotzdem mal ganz kurz, wenn wir das mal ganz kurz anreißen, wie gesagt, es ist in anderen Formaten sehr, sehr gut alles erklärt, aber kannst du uns mal so kurz 2, 3 Punkte mitgeben, so ganz leider ein bisschen plastisch klingt jetzt Vor- und Nachteile, was das jetzt ausmacht? Also ich glaube auch gerade jetzt einfach, muss man auch sagen, alle Männer können sich jetzt nichts groß darunter vorstellen, was das bedeutet, wenn du einfach mal ganz kurz darauf eingehen magst, was zyklusbasiertes Training dann für einen Unterschied ausmachen kann. Also ich habe tatsächlich eine 80-seitige Thesis geschrieben und ganz cool. Das Abstract bitte nur. Also ich fange, glaube ich, mal mit der Physiologie ganz kurz an. Wenn wir uns einen Menstruationszyklus vorstellen, der ist in der Regel laut einem Bilderbuch ungefähr 28 Tage lang und dann teilt man den in 2 Hälften. Die eine Hälfte sind 14 Tage davor und 14 Tage danach und in der Mitte findet der Eisprung statt. Und in der ersten Hälfte des Zykluses haben wir eben eine Östrogendominanz. Das ist das Hormon, was bei uns Mädels oder Frauen dann einfach, was eher die positiven Effekte sozusagen mit sich bringt, was uns robust und stark macht und irgendwie, okay, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, also einfach, wo zum Beispiel wir jetzt in einer Ausdauerstudie eher so ein hochintensiveres Training hingelegt haben, wo man eher Krafttraining macht, weil man da einfach in einer anabolen Phase ist. Genau, um eben Muskel aufzubauen, um leichter zu regenerieren und genau, das ist quasi sozusagen die starke oder die stärkere Phase. Dann kommt die Ovulation und mit der Ovulation entsteht das Progesteron. Das ist ein Hormon, was im Falle einer Schwangerschaft die Schwangerschaft aufrechterhält. Wenn keine Schwangerschaft stattfindet, dann ist es trotzdem vorhanden, bis sozusagen der Tag 1 der Periode einsetzt und dann diese Hormonschwankungen oder diese Hormonkonzentration wieder sich absenken. Und diese Progesterondominanz in der zweiten Phase, also die zweite Phase heißt dann Lutealphase, die kann relativ viele negative Effekte mit sich bringen. Nämlich zum Beispiel, dass unsere Körperkerntemperatur in dieser Phase deutlich erhöht ist, also um bis zu ein halbes Grad oder sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, mit dieser erhöhten Körperkerntemperatur geht dann auch ja einfach eine gewisse Trägheit oft einher. Die Insulinsensitivität ist schwächer, also so lauter physiologische Prozesse, die einfach in den verschiedenen Phasen stattfinden. Und wenn man jetzt überlegt, man möchte zyklusgesteuert basieren, dann kann man natürlich sich überlegen, dass man in die erste Phase vielleicht eher anspruchsvollere Einheiten reinlegt. Wenn man es schafft, sogar Wettkämpfe eher plant, dass sie in dieser ersten Phase stattfinden, weil man da auch eine mental vielleicht bessere und größere Bereitschaft hat, so wenn es um Kampfesgeist und Willen einfach geht. Und man versucht, das vielleicht in der zweiten Phase, zumindest zum Ende hin, vielleicht zu vermeiden, auch wenn es jetzt nicht für jeden die Lösung ist. Aber genau, dass man sich einfach dessen bewusst ist, dass in der zweiten Phase dann eher sowas wie ein voluminöseres Training, aber mit vielleicht weniger Intensität stattfinden kann. Einfach weil man, wie gesagt, von der Insulinsensitivität her nicht so gut aufgestellt ist und auch durch die erhöhte Körperkerntemperatur gegebenenfalls schneller ermüdet. Das ist auch alles nicht an der breiten Masse erforscht, sozusagen, aber die Hinweise darauf gibt es auf jeden Fall. Und dass man da so einfach versucht, sich das
zu Nutzen zu machen oder, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man weiß, man ist vielleicht in der zweiten Zyklushälfte, hat trotzdem eine fordernde Einheit oder vielleicht auch mal einen Wettkampf, dass man versucht, das über Ernährungsstrategien oder auch über mentale Strategien dann quasi zu kompensieren und sich dessen einfach bewusst zu sein. Und ich mache eigentlich mit den Athletinnen ganz gute Erfahrungen. Also es war auch schon immer mal das Problem, dass ein Wettkampf eben doch in die zweite Phase gefallen ist und man hinterher anhand dieser Analyse auch das Ganze ein bisschen entschärfen konnte. Also man konnte so ein bisschen, oder auch Athletinnen können viel milder mit sich sein, wenn sie merken, hey, eine Einheit hat jetzt in der zweiten Phase nicht so gut geklappt. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich habe quasi schon, also soll jetzt keine Ausrede für jeden Scheiß sein, ne? Aber in der Regel wissen das die Frauen dann schon selbst ganz gut, wann das jetzt wirklich auch irgendwie zyklusabhängig war und wann vielleicht auch irgendwas anderes der Grund war. Und da stelle ich einfach eine extrem, also das finde ich eine extreme Bereicherung für Athletinnen, wie gesagt, sich selbst kennenzulernen und auch zu wissen, ist jetzt vielleicht nicht schlimm, wenn ich da 2 Sekunden langsamer war auf dem Kilometer, weil der Trainingsreiz war irgendwie trotzdem da und ja, es ist einfach vielleicht der Phase geschuldet. Und das ist so wirklich ganz, ganz kurz zusammengefasst. Ja, aber krass, ja. Also, das nimmt auch den Druck einfach dann raus, nicht? Dass man dann sich immer so einen Stress macht. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, dass man auch, ich habe es ja auch jetzt schon 1-2 Mal so ein bisschen angesprochen, dass es halt auch schwierig ist, aber dass man eben auch eher so das guckt, eher was es gibt. Prinzipiell geht es ja darum, dass es was Gutes ist, dass man daraus Vorteile ziehen kann und dass es nicht so stigmatisiert wird halt in diesem negativen Kontext. Nicht? Das ist ja, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Gerade weil es was Neues ist, ja, dann ist es auch oft mehr so, nee, lieber nicht so nach dem Motto. Und nur, um das trotzdem so versuchen zu übersetzen, aus der Männerperspektive wiederum, könnte man dann sagen, dass jetzt sozusagen die erste Hälfte mit dem Östrogen, übersetzt gesagt, so wie bei uns Männern ist, nur dass wir halt beide Phasen stark sind und bei der Frau geht es jetzt sozusagen, die zweite ist dann halt leider aufgrund der Lutealphase, dann gibt es dann halt sozusagen Nachteile. Also nur, dass man so als Mann das so irgendwie verstehen kann sozusagen, weißt du? Oder kann man das nicht sagen? Nee, man kann es nicht so sagen. Tatsächlich bin ich nicht so tief drin in der Physiologie der männlichen Hormone. Aber also man sagt, dass die ersten 6-7 Tage eines weiblichen Zyklus denen der Männer am ehesten kommen, weil sozusagen Östrogen und Progesteron sehr niedrig sind. Aber wir haben, also ich weiß nicht, wie sich das Testosteron, quasi in welchen Leveln das Testosteron bei den Männern ist und auch wie sehr das mit den zu vergleichen ist. Aber man kann sich schon als das anabole Hormon bei den Männern, das ist hauptsächlich das Testosteron, es gibt noch viele andere, aber was man jetzt kennt, so. Und bei den Frauen ist es eben das Östrogen, von daher, ja, also ganz kurz kann man sagen, es geht ja auch einfach darum, so einfach so ein bisschen noch zu gucken, ja, was können vielleicht Learnings auch sein, um einfach so eine Perspektive zu skizzieren, um das auch besser zu verstehen, aus beiden Sicht, natürlich aber auch vor allem auch der Männer, wo man sagt, hey, ich habe mich damit jetzt noch gar nicht befasst, und das halt so ein Punkt vielleicht auch einfach ist, dass man versteht oder dass es normal ist, dass Frauen halt auch vielleicht, oder dass das in Zyklen sozusagen, das Leben stattfindet, also auch täglich, im Alltag ja auch, dass man das erstmal versteht, dass eben das nicht mal alles gleich ist, wie bei uns Männern vielleicht, so nicht? Gibt es da auch natürlich Schwankungen, aber dass man auch so ein bisschen erstmal so ein, ja, so das entwickelt, so ein Gefühl dafür, wie das so ist, nicht? Das ist eigentlich auch wichtig. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch nochmal auf das Tabuthema zu sprechen, weil es eben auch nicht irgendwie in Anführungszeichen die Schuld der Frau ist, wenn sie irgendwie schlechte Laune hat oder so. Also wenn man das ganz plump mit schlechter Laune ausdrücken will, oft steht da ja ein viel größeres Leid oder vielleicht auch ja einfach Schmerzen sozusagen dahinter. Aber genau, dass es eben ganz normal ist, dass diese Hormonfluktuationen stattfinden. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, dass es ein Ausdruck von der Gesundheit ist, dass das so stattfindet. Und das ist jetzt auch wieder das, was ich finde, was den Frauen immer extrem hilft, wenn sie wissen, sie sind in der zweiten Phase eher vielleicht verwundbarer oder so, das aber auch einfach zu kommunizieren. Und dann, finde ich, drückt das eigentlich eine große Stärke aus und macht diese Verletzlichkeit vielleicht auch wieder gar nicht so groß, wenn man das auch den männlichen Kollegen oder seinen Partnern oder Freunden irgendwie kommuniziert. Dass man, genau, wie du schon sagst, kommuniziert und einfach, das schließt ja wieder daran an, dass man einfach das nicht belächelt. Also das ist was ganz Natürliches und wahrscheinlich einfach geht es dann darum, dass einfach auch wir anfangen, vielleicht Fragen zu stellen. Also so nach dem Motto,
welchem Zyklus bist du gerade? So, ne? Ja. Könnte zum Beispiel eine Frage sein, dass, wenn das die Frau dann schon trackt sozusagen. Ich weiß nicht, das machen vielleicht auch noch nicht alle, aber dass es einfach dann so einsetzt oder dass man zumindest mal irgendwie Fragen stellt, ist halt auch, glaube ich, wichtig. Ja, total. Finde ich auch. Und wenn wir jetzt mal so gucken, also du hast ja auch gesagt, du forschst ja auch selber. Stand 2022 kann man da sagen, dass es immer noch trotzdem so in den Kinderschuhen ist, wenn man jetzt so das Thema beleuchtet? Total. Also ich habe mit einer Kommilitonin zusammen die Masterthesis geschrieben. Wir haben daraus ein riesiges Projekt gemacht, also was auch eigentlich eher den Umfang einer Doktorarbeit hat und nicht einer Masterarbeit, aber es war gerade Corona und wir hatten irgendwie so Lust auf das Thema, dass wir es halt auch gemacht haben. Und wir waren jetzt erst die zweite Studie, die es überhaupt in dem Ausdauerkontext dazu gab. Also nicht zu den einzelnen physiologischen Prozessen, aber einfach wie es quasi in der Praxis aussieht. Also kann man ein menstruationszyklusgesteuertes Training in einer Studie irgendwie integrieren? Wie validiert man die einzelnen Zyklusphasen und ist es überhaupt machbar, so eine Studie durchzuführen? Also sozusagen, bevor wir unsere Ergebnisse hatten, war es schon ein Erfolg, überhaupt diese Studie zu konzipieren, durchzuführen und erfolgreich zu Ende zu bringen, weil das eben, wie gesagt, eine einzige Studie vor uns geschafft hat, aber auch nicht in dieser Komplexität, sodass wir da wirklich die allerersten waren oder sind, die sich diesem Thema angenommen haben. Und ich verstehe auch total warum, weil es war unglaublich anstrengend und man braucht auch tatsächlich viele Forschungsgelder. Wir hatten da Glück, dass wir einen sehr engagierten Professor an der Uni in Gießen hatten, der uns da mit Geld wirklich versorgt hat und wo wir alle Messungen machen konnten. Das ist auf jeden Fall auch nicht selbstverständlich. Von daher waren da viele glückliche Zufälle, die aber, also ja, diese Forschung ist einfach sehr anstrengend, anspruchsvoll, weil der größte Aufwand eigentlich ist, die Menstruationszyklen zu validieren. Also wenn wir forschen und sagen, wir machen ein zyklusbasiertes Training und in der Follikelphase macht ihr das Training und in der Lutealphase das, dann müssen wir natürlich erstmal sicher gehen, dass es überhaupt die Follikelphase oder die Lutealphase bei den einzelnen Probanden sind oder ist. Und das ist eben extrem schwer rauszufinden. Hat aber, das ist vielleicht jetzt auch noch ganz cool für die Zuhörerin, wie wir das gemacht haben, weil man das auch in seinem täglichen Leben eigentlich ganz gut integrieren kann und so auch selbst für sich validieren kann, hat man einen Eisprung beispielsweise gehabt oder hat man einen Menstruationszyklus. Und dann muss man eben oder kann man drei Schritte gehen. Das eine ist, dass man die Basaltemperatur misst. Das heißt, man macht es immer morgens, am besten zum gleichen Zeitpunkt, wenn man aufsteht, misst man mit einem Thermometer, was auf zwei Kommastellen genau misst, beispielsweise im Mund, seine Körperkerntemperatur immer für 3 Minuten, also alles standardisiert, kann man sich das ja vorher abgucken, und kann dann über diesen Temperaturverlauf sehr gut feststellen, hat man einen Eisprung gehabt oder nicht, weil eben dieses Progesteron und damit die Temperaturerhöhung nur stattfindet, wenn auch ein Eisprung stattgefunden hat. Das heißt, es ist der beste und auch sehr, sehr einfache, minimalinvasive Option, um einfach einen Zyklus zu validieren. Man kann da noch ein bisschen genauer sein und das haben wir dann in der Forschung auch gemacht. Wir haben dann noch LH-Kits benutzt, also LH ist also ein Hormon, was über den Urin ausgeschieden wird, wo man auch den Eisprung nochmal genauer bestimmen kann. Das heißt, das haben wir noch gemacht und jetzt für eine Otto-Normal-Verbraucherin nicht ganz repräsentativ, aber dann noch Serum, also einfach Blutentnahmen, um die Hormone auch im Blut nachzuweisen. Und das ist natürlich, wir hatten knapp 30 Frauen, wenn man das über 4 Monate 4 Zyklen bei 30 Frauen machen muss und immer die Blutentnahmen koordinieren muss und so weiter und alles dokumentieren muss, zu welchen Tagen welche Symptome stattgefunden haben, ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber es lohnt sich. Ja, also habt ihr das dann lokal gemacht oder haben sie dann euch was zugeschickt auch? Wir haben das alles im Großraum Frankfurt gemacht. Wir hatten das Glück, dass wir ein paar kooperierende Labore hatten, auch eins in Stuttgart, eins in Heidelberg, eins in Gießen und in Frankfurt, sodass wir relativ viele ambitionierte Triathletinnen hatten, die total Bock drauf hatten. Das glaube ich, ja. Und ja, beim Großraum Frankfurt haben wir die hauptsächlichen Messungen gemacht und haben das dann über die ganzen Versandlabore irgendwann am Ende wieder gesammelt. In welcher Phase seid ihr dann jetzt? Die Arbeit ist abgeschlossen. Wir haben die im Winter abgegeben und wollen die aber jetzt im Sommer noch publizieren, sodass es auch für jeden zugänglich wird. Ja, ja. Und kannst du da schon was teilen dazu? Oder ist es eher, dass man darüber noch nicht so reden kann? Doch, auf jeden Fall, total gerne. Also, wir hatten... Okay, jetzt muss ich kurz...
Wir hatten zwei Gruppen, also eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe. Und die Interventionsgruppe hat quasi laut unseren Hypothesen mit dem Zyklus trainiert, also quasi sich die Phasen zunutze gemacht, eher in der ersten Phase hochintensives Training gemacht, relativ wenig Umfang, aber hochintensiv, und in der zweiten Phase eher ein voluminöses Training, also eher Grundlage, ein bisschen mit Training. Und die Kontrollgruppe, also die, die quasi den umgekehrten, also an dem wir kontrolliert haben, hat genau entgegengesetzt trainiert. Das heißt, die hatten in ihrer, in Anführungszeichen, schwächsten Phase oder in der zweiten Zyklushälfte das harte Training und hatten dafür in der ersten Zyklushälfte, da wo wir uns diese Anabolen-Effekte versprochen haben, eher das sehr lockere bis regenerative Training. Man hat sozusagen, wir haben sozusagen die Phasen ungenutzt gelassen, die guten, und haben dafür alles reingeballert in die schlechte Phase, wo wir eigentlich denken, es wäre nicht so gut. Ja. Und rausgekommen ist, dass, also alle haben sich erstmal verbessert, was erstmal gut ist, weil jetzt für unsere, also für die Trainingsplanung an sich spricht, wir haben keine Signifikanzen festgestellt zwischen den Gruppen, aber Tendenzen. Also das ist jetzt sozusagen, man rechnet das ja immer mit verschiedenen Methoden, und mathematisch gesehen haben wir keinen signifikanten Unterschied gefunden. Wir haben aber dennoch Tendenzen feststellen können, nämlich Tendenzen dafür, dass sich die Gruppe, die Interventionsgruppe, mehr verbessert hat als die Kontrollgruppe. Wie gesagt, da muss man jetzt wissenschaftlich sehr genau sagen und sagen, es ist keine Signifikanz, das heißt, man kann es nicht auf die Allgemeinheit übertragen, aber es ist doch durchaus eine Tendenz, und da lohnt es sich eben doch weiter mal zu forschen. Aber wie gesagt, wir haben auch festgestellt, dass eben so die Mittelwertstatistiken, also einfach alle in einen Topf werfen und dann damit rechnen, nicht das Allerzielführendste ist, gerade bei diesem Thema nicht, sondern man sich das noch ein bisschen individueller anschauen muss. Das machen wir jetzt auch gerade nochmal. Wir nehmen den ganzen Datensatz jetzt gerade nochmal und gucken nochmal, wie wir das individueller auch nochmal rausbekommen. Das so die eine Erkenntnis war, und die andere, die ich eigentlich auch noch extrem spannend finde, ist, dass wir gleichzeitig auch Entzündungsmarker gemessen haben und Zytokine und Hormone und eben festgestellt haben, und da hatten wir Signifikanzen, dass die Entzündungsparameter in der Kontrollgruppe deutlich höher waren als in der Interventionsgruppe. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagen würde, es ist noch, steht noch in den Sternen oder ist unsicher, ob es wirklich eine Leistungsförderung hat, das Training, wir haben aber auf jeden Fall festgestellt, dass die Entzündungsmarker höher waren und eben auch die Hormonschwankungen viel, das englische Wort, also viel chaotischer waren. So dass man überlegen kann, dass nicht nur Hormone einen Effekt aufs Training haben können, sondern vielleicht auch das Training auf die Hormone, und man dadurch möglicherweise vielleicht sowas wie Hormonen oder Zyklusstörungen durch ein Trainings- oder durch ein Menstruationszyklus gesteuertes Training vermeiden könnte. Das wäre nochmal eine Hypothese, die man so in den Raum werfen kann und wo man überlegen kann, ob, wenn wir jetzt nicht nur von der Leistungssteigerung sprechen, sondern auch vielleicht von einer Vermeidung von einer Triade oder von Zyklusstörung, dass das vielleicht auch ein adäquates Mittel ist. Okay, spannend. Also ja, da fällt mir spontan dazu ein, wenn man sagt, dass auch Training halt Auswirkungen auf die Hormone hat, da fällt mir spontan ein, dass ich auch öfters mal in der Vergangenheit nüchtern trainiert habe, völlig überstresst sozusagen, und dann mich da früh rausgequält habe, nichts gegessen habe und so. Dann kennt man das ja nicht, wenn man nichts gegessen hat, dann noch Training, Cortisol, Stresshormon, dass das auch so ähnlich damit reinspielt, dass ja durchaus da das Training wahrscheinlich wirklich ja Hormone oder die Hormone durcheinander bringen kann. Da war doch das Stichwort Hypophyse auch, glaube ich, nicht? Ja, total, absolut. Also das ist ja zum Beispiel, ich habe jetzt schon mehrfach Triade gesagt, das ist ja zum Beispiel auch dieses Krankheitsbild von aus drei Krankheitsbildern, die sich aber alle bedingen und die eben aus einem Energiedefizit bestehen, was dann wiederum auf einen ausbleibenden Zyklus oder zu einem ausbleibenden Zyklus führen kann, weil eben die Energie nicht da ist, und genau, und das wiederum indirekt über ein Östrogen, also bei den Frauen Östrogen, Abfall oder einfach verringertes Östrogen zu einer verringerten Knochendichte und vermehrten Ermüdungsbrüchen führen kann, sodass dieses ganze Konstrukt, und wenn du jetzt von einem nüchtern Training sprichst und wir jetzt nicht davon ausgehen, dass nüchtern heißt keine Kohlenhydrate, sondern generell kein Essen, dann gehst du natürlich irgendwie ein Energiedefizit ein, was eventuell über den Tag nicht weiter gedeckt wird, was jetzt ein, zwei Mal kein Problem sein wird für deinen Körper, aber wenn du das halt über eine sehr lange Zeit machst und über und recht extensiv betreibst und dieses Energiedefizit einfach daraus nicht mehr rauskommst, dann hat es natürlich Einflüsse auf den Hormonhaushalt,
Und das nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Weshalb es interessant ist, dass man bei den Frauen eigentlich noch zu, ja, sagen kann, dass es gut ist, dass man einen Menstruationszyklus hat. Das meinte ich auch vorhin mit der Gesundheit, dass man daran sofort sieht, okay, bin ich gesund, ist mein Energiemanagement, wird wahrscheinlich in Ordnung sein, wenn mein Körper so viel Energie hat, dass er einfach Hormone produziert und ich meinen Zyklus habe und mich dementsprechend auch fortpflanzen könnte. Ja. Und bei Männern bleibt dieses Zeichen eben aus und deswegen ist es wahrscheinlich für euch ein bisschen schwieriger, das festzustellen, ob ihr in so einer Situation des Übertrainings oder des Energiedefizits seid, weil ihr diesen Marker einfach nicht habt. Hm. Ja, das stimmt, ja. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, ja. Und was braucht es jetzt, dass man von diesen Tendenzen jetzt wirklich auf valide Ergebnisse kommt? Also ist es dann die Probandengröße? Was braucht es dann jetzt sozusagen, wenn wir so ein bisschen uns jetzt so einen Ausblick wagen sozusagen? Das ist immer nicht gut, wenn ein Forscher unbedingt was beweisen will. Also natürlich ist die Stichprobengruppe oder die Stichprobengröße ein Thema. Also wenn man jetzt sagt, wir haben das an 30 Frauen gemessen, da sind ein paar noch ausgestiegen. Wir hatten dann also eine Gruppengröße, wenn man es auf Interventions- und Kontrollgruppe verteilt, von ca. 10-12 Leuten, dann ist es natürlich geringfügig. Das heißt, an der Gruppengröße könnte man was machen. Wir haben relativ viele Einflussgrößen überhaupt nicht beachten können. Also sowas wie Ernährung hat zum Beispiel kein Thema gespielt, obwohl es eigentlich ein Riesenthema ist in diesem Bereich. Das heißt, man hätte noch mehr Variablen, die man kontrollieren müsste und könnte. Wie gesagt, auch da könnte man überlegen, ob man individuellere Ansätze fahren kann, wie man die Frauen auch kategorisiert im Vorfeld. Genau, also da gibt es durchaus viele Stellschrauben noch, die man drehen kann oder wo man nochmal reinzoomen könnte. Und also du hast ja gesagt, genau, im Sommer wollt ihr das dann jetzt noch publizieren. Ist denn da schon noch was weiteres geplant? Oder ist es jetzt erstmal, dass du einfach jetzt die Erfahrung auch mitnimmst jetzt und damit dann weiterarbeitest in der Praxis sozusagen? Genau, also für mich ist es jetzt auf jeden Fall der weitere Weg, das einfach in der Praxis zu übertragen. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich promovieren will, aber ich glaube, mir macht es mehr Spaß, das Wissen, auch wenn es noch vage ist, in der Praxis zu testen, als irgendwie in der Theorie weiter Jahre zu investieren, um Kleinigkeiten rauszufinden oder vielleicht auch nicht. Genau, deswegen konsumiere ich dann lieber was anderes. Wir haben tatsächlich unseren Datensatz schon an relativ viele Leute noch rausgegeben. Also wir sind mit der Spoho in Köln, da habe ich ein paar ganz coole Kollegen, die da unseren Datensatz quasi weiterverarbeiten und auch noch weiter Bachelorarbeiten vergeben, weil eben wir so viele Daten haben, dass wir da gar nicht alles berücksichtigen konnten bisher. Das heißt, da sind jetzt, also es ist in Gießen ist schon eine Bachelorarbeit daraus entstanden und in Köln entstehen gerade auch noch ein paar Arbeiten daraus. Also wir versuchen das auch wirklich so zu teilen, dass da irgendwie möglichst viele von Nutzen haben. Für mich geht es jetzt, wie gesagt, in der Forschung da wahrscheinlich erstmal nicht weiter. Ich habe jetzt im Oktober werde ich in Innsbruck in der Triathlon-Trainerausbildung Vorträge dazu halten zu dem Thema, um das Ganze auch in die breite Masse zu bekommen und eben auch Trainer dafür zu sensibilisieren. Darauf habe ich jetzt total Lust und verfolge die Forschung aber weiterhin gespannt. Ja, ja. Was glaubst du, so ist deine eigene persönliche Wahrnehmung, wohin es jetzt gehen wird, die nächsten? Es ist ja, glaube ich, schon so, dass in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren so schon mehr jetzt da gekommen ist, nicht? Was da jetzt so die Faktoren ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Ich glaube oder ich bezweifle, dass man wirklich eine Empfehlung oder Empfehlungen herausarbeitet, die für alle gelten. Also ich glaube oder bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass das ein sehr individuelles Thema ist, sodass man vielleicht auch kategorisiert in Frauen, die irgendwie sensibel auf oder mit ihren Hormonschwankungen reagieren und Frauen, die es irgendwie weniger betrifft. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht nochmal clustert in der Forschung. Ansonsten glaube oder hoffe ich, dass sich tatsächlich die Tools verbessern, die man im Alltag verwenden kann, um seinen Menstruationszyklus zu validieren und festzustellen und dass sich das noch verbessern wird. Ich glaube, dass das Ernährungsthema im Bereich des Menstruationszyklus extrem viel Potenzial hat und da auch noch relativ viel Forschung reingesteckt werden wird, um diese Physiologie und den Einfluss von Östrogen, Progesteron, den beiden Hormonen in Kombination auf jeweils Stoffwechsel, dass man das noch ein bisschen erforschen wird und um dann eben auch Ernährungsempfehlungen noch geben zu können. Also da gibt es schon einiges, aber da steckt auch noch einiges in den Kinderschuhen. Also da hoffe ich oder vermute ich, dass es hingehen wird. Und auch tatsächlich Strategien, die man anwenden kann,
wenn man jetzt zum Beispiel, oder es ist ja ein Dilemma, wenn man über seinen Zyklus Bescheid weiß und weiß, beispielsweise ein Weltmeisterschaftsrennen findet am schlechtesten Tag meines Zykluses statt. Mhm. Das ist natürlich auch ein Dilemma, womit man erstmal umgehen muss, also sowohl als Athletin als auch als Coach, wie kommuniziert man darüber? Weltmeisterschaft kann man zumindest jetzt im Triathlon nicht verlegen. Vielleicht also nicht, ja. Sodass es halt die Frage ist, genau, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und es gibt jetzt durchaus schon Forschungsansätze, dass man überlegt, okay, vielleicht versucht man in der Wettkampf, also versucht man sich in der Vorbereitungsphase die Hormone zunutze zu machen, indem man diesen natürlichen Zyklus zulässt. Und vielleicht macht man in der Wettkampfphase, geht man dann wieder auf ein Pillenpräparat, um quasi die negativen Effekte auszumerzen. Das ist natürlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit von natürlichen Zyklen reden und sich selbst kennenlernen und darüber, also das sich alles zunutze machen, ist es natürlich eine Frage, wo man sich stellen kann, möchte man das wieder? Also möchte man diesen Eingriff auf eine Pille dann wieder haben und wie, also möchte das eine Sportlerin? Also das muss immer von der Sportlerin ausgehen. Und wenn ich aber zum Beispiel krasse PMS-Probleme habe und einfach solche Schmerzen habe, dass es mir unmöglich ist, an eine Weltmeisterschaft irgendwie gut zu performen, worauf ich vielleicht Jahre hin trainiert habe, dann kann man durchaus überlegen, ob das ein legitimes Mittel ist, um zu sagen, okay, ich lindere hier vielleicht meine Schmerzen und genau, gehe diesen Weg. Also da bin ich mal gespannt, inwieweit man da einfach auch Vorschläge vielleicht bringt, wie man sich solche Phasen oder wie man einfach damit umgehen kann und ob das ein Mittel ist oder ob man sagt, es geht eigentlich wieder in die andere Richtung, die wir so jetzt nicht haben wollen. Genau. Ich glaube, ich hätte bei der Laura Philipp auch gehört, dass sie es mittlerweile auch schon so in Ansätzen dann für sich umsetzen kann, dass so ein bisschen davon losgekoppelt ist, dass sie durch diese Optimierung auf den Zyklus und gerade auch mit Ernährung, das ist auch viel, ein großes Thema, dann wirklich anscheinend, dass man das auch so ein bisschen aushebeln kann. Oder kann man das nicht so, weißt du? Ja, das meinte ich ja vorhin auch mit Strategien entwickeln, die einem da irgendwie helfen. Also das über eine Ernährung abpuffern ist eine Sache. Also Laura hat dann auf jeden Fall Glück, dass es bei ihr so funktioniert. Ich habe auch Sportlerinnen, bei denen, also da ist einfach, weiß ich nicht, da ist Ausnahmezustand in solchen Phasen und dann funktioniert da nicht mehr viel. Und für solche Leute oder für solche Frauen, die einfach da extrem drunter leiden, kann ich mir vorstellen, dass es einfach auch noch Strategien gibt oder geben wird, die sie einfach dann wieder zu einem, also gar nicht leistungsfähig, sondern einfach zu einem schmerzfreieren Individuum machen. Ja, mehr Lebensqualität auch einfach dann wieder da haben. Und kann man dann so pauschal sagen, dass wir dann einfach auch noch schnellere, stärkere, ausdauernde Athletinnen sehen werden, wenn das dann sozusagen alles noch optimiert und die Männer sich dann Angst haben müssen, dass man überholt wird? Also ich glaube durchaus, dass dieses Thema, und wie gesagt, das geht ja jetzt nicht nur um Menstruationszyklus, sondern nach wie vor auch um Energiedefizite vermeiden. Also da sehe ich auch noch ein Riesenpotenzial drin, dass die Energieverfügbarkeit einfach bei Athletinnen stimmt und dass ich auch, also das geht jetzt wieder so ein bisschen in diese andere Richtung, aber dass sich vielleicht auch Körperbilder verändern, also dass man nicht mehr die Anforderung hat, eine Ausdauerathletin muss spargeldürr sein und durch die muss man fast durchgucken können, sondern dass eine gesunde, starke Athletin auch Muskulatur mit sich bringt und vielleicht auch das ein oder andere Fettpölsterchen, was jetzt aber nicht hinderlich ist, sondern was einfach auch wieder ein Ausdruck der Gesundheit ist, weil damit zum Beispiel ein Menstruationszyklus einhergeht, den eine andere Frau vielleicht nicht hat, die dann unter einem Energiedefizit leidet und die dann über ein gutes Immunsystem und eine gute Gesamtkonstitution einfach vielleicht auch leistungsfähiger ist. Also das sieht man ja auch aktuell, finde ich, sehr schön bei manchen Athleten und auch Athletinnen, dass sie dieses Körperbild so ein bisschen auf den Kopf stellen und Christian Blumenfeld alles rasiert. Hatte ich auch gerade gedacht. Und einfach, das total cool ist, das zu sehen, dass das funktioniert und dass man nicht diese Stereotype braucht, die vielleicht bisher immer in den Köpfen rumgeschwebt sind. Und da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial, also bei Männern, aber auch bei den Frauen, dass dadurch die Mittels auch stärker werden. Ja, genau. Also ich hatte dir gefragt nach deiner Wahrnehmung und was du denkst, was kommen wird. Was wären noch so deine Wünsche? Vielleicht auch so ein Appell oder so, was du mitgeben wollen würdest? Also ich finde, es kostet, also gerade wenn wir jetzt nochmal so bei den Körperbildern bleiben, dann kostet es, finde ich, ziemlich viel Kraft, sich darüber hinwegzusetzen oder auch Kommentare, die vielleicht manche Leute in der Szene tätigen, das zu schlucken und sich davon nicht beeinflussen zu lassen oder sei es über so soziale Medien, Instagram, was auch immer,
wem man da folgt und welche Körperbilder einem da vielleicht suggeriert werden. Und das finde ich extrem anstrengend, sich dem zu widersetzen und vielleicht auch zufrieden mit dem zu sein, wie man ist. Und wie gesagt, solange man sich irgendwie gesund und wohl und leistungsstark fühlt, sich davon irgendwie nicht beirren zu lassen, das finde ich eine extrem wichtige Botschaft. Und das würde ich mir wünschen, dass diese Stärke mehr Leute haben oder ja, einfach bleibt sozusagen. Ja. Und ja, einfach dieses Wissen darum, sich anzueignen und damit irgendwie selbstbewusster zu werden. Ja. Und im besten Falle vielleicht auch noch in Leistungssteigerung zu investieren. Also ja, vielen, vielen Dank, Laura. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe viel gelernt. Und ich glaube, was nochmal wichtig ist, einfach, dass man nochmal verfolgt, so gerade auch jetzt, wie gesagt, ich habe ja auch versucht, so ein bisschen zu schauen, okay, wie kann man das auch einfach aus der Sicht der Männer nochmal so ein bisschen skizzieren und verstehen, sodass man überhaupt ein Gefühl dafür bekommt, dass es eigentlich, glaube ich, ganz wichtig ist, nicht eigentlich, dass es wichtig ist, dass man einfach das ernst nimmt und da nicht drüber lächelt und halt auch wirklich versteht, dass eben bei der Frau das eben in Zyklen funktioniert, nicht? Dass es eben nicht alles immer gleich ist und dass durchaus ja auch mal das eben schwanken kann und eben in diesen zwei Phasen. Wie gesagt, das, ich verlinke auch gerne in der Podcast-Beschreibung dann nochmal andere Sachen, wo das sehr, sehr gut erklärt wird. Und vielleicht auch einfach dann, dass es darum geht, wenn man jetzt in einer Beziehung ist, dass man einfach guckt, was sind so die hormonellen Stressfaktoren oder was könnte damit reinspielen, dass man das zusammen vielleicht auch kommuniziert, weil was vielleicht auch bisher noch nicht so stattgefunden hat, einfach nicht, weil es einfach auch kein Thema ist. So. Ja. Ja, also Laura, ich stelle vielen, vielen Dank und ja, die letzten Worte gehören natürlich dir. Ja, ich danke dir für das Gespräch und dafür, dass es hier in diesem männerdominierten Podcast von den Hörern trotzdem vielleicht ändert es sich jetzt. Ja, es würde mich total freuen und ja, vielen Dank auch für deine Zeit und deine Fragen. Ja, die männerdominierten Podcasts. Also, wenn du auch zu den 80% der männlichen Zuhörerschaft gehörst, dann auf jeden Fall schon mal Daumen hoch dafür, dass du bis hierhin zugehört hast. Ja, aber im Ernst, also mir hat das Gespräch mit Laura und auch, ja klar, auch die Recherche vorab vor allem auch nochmal eins verdeutlicht, was man eigentlich ja auch weiß und immer wieder darüber redet. Und darum geht es ja im Kern, dass man kommuniziert und eben nicht, ja, das für gegeben nimmt. Weil oft nehmen wir uns einfach viel zu ernst. Und damit meine ich jetzt wirklich erstmal nur uns Männer. Und wirklich da mal rauszuzoomen und auch mal zu versuchen, sich in die Lage der Partnerin oder zum Beispiel auch Trainingskolleginnen hineinzuversetzen und vielleicht einfach auch Fragen zu stellen. Also ich glaube, in dieser Podcast-Folge ging es vielleicht jetzt nicht darum, den Zyklus und das darauf basierte Training im Detail zu verstehen, weil das, wie Laura schon sagte, von anderen Athletinnen, wie zum Beispiel Laura Philipp, schon sehr, sehr gut und super detailliert und verständlich erklärt wurde. Und ich verlinke dir auf jeden Fall auch ihre Videoserie und vielleicht auch noch ein, zwei informative Artikel oder Podcasts dazu. Ja, und abschließend sei noch gesagt, wenn du findest, dass die Menschen in deinem Umkreis auch besser Bescheid darüber wissen sollten, dann wäre es wirklich sehr cool, wenn du einfach nur ein oder zwei Personen davon erzählst oder es auch gerne einfach auf Instagram mit deiner Community teilst. Und du kannst uns auch gerne deine Meinung oder Fragen zum heutigen Thema als private Nachricht schicken. Laura hat auch nochmal betont, dass sie sich auf jeden Fall auch über den Austausch freut und da gerne auch persönlich Fragen beantwortet, wenn du auf sie zugehst. Das war's von mir für heute. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen und ja, dann ist das Staffelfinale. Also, bis dahin. Ciao, ciao.